Heute geht es um Markenpsychologie. Und wie ihr seht, bin ich nicht alleine. Ich habe Matthias Niggehoff neben mir. Matthias Niggehoff ist erfolgreicher Psychologe und noch viel erfolgreicher Podcaster mit über 4 Millionen Downloads, hat auch einen YouTube-Kanal. Und ich selbst bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Freischirm und Partner. Und in diesem Video unterhalte ich mich mit Matthias über Marken und die Psychologie von Marken. So Matthias, erzähl doch erstmal über dich. Wer bist du und wie bist du zu dem Thema Marken gekommen? Ja, gerne. Ja, mein Name ist Matthias Niggehoff, bin 32 Jahre alt jetzt, bin Psychologe und ja, habe mich immer wieder mit Marken auseinandergesetzt. Ich hatte auch lange eine Praxis, also dieser klassische psychologische Weg mit Praxis, Unterstützung, ist aber schon ein paar Jahre her, mit Anfang 20 und bin dann immer mehr in den Bereich gegangen, verkaufspsychologische Optimierung von Seiten, Marken-Rebranding, ne? Und wie die psychologisch wirken. Weil das eine ist natürlich das Rechtliche, ne? was du abdeckst, aber auch viele, die sich Gedanken machen, wie wirkt überhaupt meine Marke, wie kann man das ändern, dass die Marke anders wirkt, ob das jetzt Personenmarken sind, also Menschen, die, wo man sagt, okay, ja, die Person steht für Seriosität oder für tiefgehende Sachen oder auch die Person steht für Entertainment und Spaß und zieht natürlich dann bestimmte Menschen an und andere werden dann eher abgeschreckt dadurch. Ne? Und das fand ich schon immer spannend, wie das wirkt. Und habe dann gemerkt, dass Psychologie doch mehr eine Rolle spielt, als ich vorher dachte. Weil für mich war immer so, ja, halt Mercedes eine Marke oder das eine Marke und so. Aber habe dann immer mehr gemerkt, dass es schon sehr viel ausmacht, welche Sprachmuster verwendet man, ne? Welche Bilder transportiert werden. Und habe gesehen, dass viele Unternehmen das ziemlich gut machen und manche halt nicht so gut. Ja, also wir betreuen hier hauptsächlich mittelständische Unternehmen, ein paar große und ein paar kleine. Was sind denn so für dich die sagen wir mal, was macht den 80% des Umsatzes aus oder so, wenn wir bei 80-20 bleiben? Ich weiß es nicht genau, ob das sich so aufteilt bei dir, aber was ist so das Gros deiner Klienten oder Kunden, wie nennst du das? Also meistens sind es Beratungen, ob das halt so also Consulting im Bereich Markenwirkung, dass entweder Leute ein komplett neues Brand entwickeln werden, da bin ich oft daran beteiligt, dass geguckt wird, für was steht die Marke überhaupt, wen möchte ich anziehen, welche Kunden möchte ich nicht und dann halt alles darauf auszurichten, Anzeigen, Homepage, komplette Wirkung, Mitarbeiter, Auswahl. Und das andere sind halt Optimierungen, also Rebrandings, aber auch sehr viel natürlich verkaufspsychologische Optimierung, dass halt passende Kunden kommen, dass passende Kunden nicht kommen, ne? Also manche Kunden abgeschreckt werden auch und dass halt mehr Leute dann kaufen, zum Beispiel im E-Commerce-Bereich bin ich sehr aktiv, wo dann halt Leute abgeschreckt werden und andere angezogen werden und das Produkt auch positioniert wird als Marke dann. Ne? Dass ich zum Beispiel jetzt, wenn ich ein Nahrungsmittelergänzungsprodukt habe, dass es dann ganz grün gebrandet wird, ne? Also mit vielen Naturbildern, mit schöner weichen Sprachmustern emotional, ne? Für eine bessere Welt, Mutter Natur und so. Dann wird das halt schön gebrandet und wenn dann irgendwas drinsteht mit so wirst du erfolgreicher oder das ist der Booster, würde das halt viele Leute aus diesem grünen Bereich eher abschrecken. Und das wäre dann nicht so gut. Und von daher muss man halt sehr darauf achten. Und manchmal sind es halt wirklich kleine Muster, die ich dann optimiere oder kleine Formulierungen, die dann aber eine große Auswirkung haben auf den Umsatz. So, das ist so mein Hauptbereich neben Seminaren. Und du hast mir mal erzählt, dass du für so ein paar richtig große Brands tätig bist. Ist das dein Hauptgeschäft oder bist du eher für, weiß ich, Mittelständler da oder wer bucht dich? Was für ein Unternehmen ist, wird auf dich aufmerksam oder vielleicht auch noch gefragt, wen würdest du am liebsten am meisten ansprechen, sage ich mal, oder so. Sind große eher interessant oder mittlere oder was macht dir am meisten Spaß auch? Ja, was am meisten Spaß macht, hängt immer an den Menschen zusammen. Ne? Also ich finde immer wichtig dann in der Kommunikation, dass es total offen ist. Also es hilft mir wenig, wenn die Leute dann sagen, so ja, passt schon, so den Wackeldackel machen, nicken und lächeln. Ja, genau. Aber dann in Wirklichkeit was anderes denken, das hilft mir halt nicht so viel. Aber oft sind es halt sowohl mittelständische Unternehmen, das ist so sind so die meisten, ne? Die zum Beispiel sagen, oh, hatte ich letztens einen Bildverwaltungsanbieter, der Bildverwaltungssoftware entwickelt, der halt eher so was blauer gebrandet ist, so Ordnung, Struktur, Sicherheit, so typische deutsche Werte und die wollten halt cooler wirken. So, und dann wurden die halt umgeändert, damit sie jetzt ein bisschen cooler wirken. Und das ist spannend, weil die meisten auf dem Markt von der Bildverwaltung als Marke sind halt so was seriös und bodenständig, Zahlen, Daten, Fakten, ne? Gebrandet.
Und das ist für die natürlich jetzt ein riesen USP, ein riesen Marktvorteil, dass die halt jetzt komplett anders sind als die anderen, ne? Und trotzdem eine gute Leistung abliefern. Naja, genau. Aber es sind auch größere Leute dabei, wie Deutsche Bahn, die Schwarzgruppe, wo ich für gearbeitet habe und so, ne? Als Berater. Ja. Cool. Genau. Also das Umbranding. Ja. Ja. Wie schafft man es denn, dass man so Marken unterschiedlich aufbauen kann oder emotional aufbauen kann oder mit einfach Emotionen aufladen kann, sage ich mal. Manche sind ja, weiß ich, die Edelmarken und manche sind eher die, weiß ich, Ökomarken und manche sind, also gar nicht, dass das Gegensätze wären, sondern einfach völlig unterschiedlich aufgeladen, ja. Wie schafft man das eigentlich? Denn die meisten Marken sind ja totale Fantasienamen, die erstmal überhaupt keinen Assoziationsgehalt haben oder so, ja. Ja, ja. Das kann man natürlich einmal über den Namen, ne? Auch wenn es jetzt ein Fantasiename ist, ne? Gut, bei Mercedes beispielsweise, gut, kann jetzt eigentlich in alle Richtungen gebrandet werden, ne? Aber halt über den Namen, über die Farbe finde ich ganz entscheidend, ne? Bei Tesla zum Beispiel haben wir dieses Rot, was halt für Energie steht, farbpsychologisch, ne? Energie, haben dieses Logo, was halt auch gebrandet ist, so eher in diesen Macher-Status, Dominanzbereich und so, ne? Und dann halt auch die passenden Leute anzieht. Also darüber geht das. Aber auch die ganze Außenkommunikation, ne? Also was für Werte kommuniziere ich immer wieder. Zum Beispiel könnte ich jetzt immer wieder schreiben als Unternehmen auf Facebook oder auf die Homepage immer wieder nachhaltig als ein Schlüsselwort. Oder bei dem Anbieter mit Bildverwaltung haben wir das jetzt gemacht mit intuitiv, dass wir gesagt haben, intuitiv, gelassen Bildverwaltung machen, mit Spaß vielleicht auch. Ja, ne? Okay. Das heißt, es werden bestimmte Werte, vielleicht 4, 5 Schlüsselbegriffe, immer wieder durchgängig kommuniziert in der Außenkommunikation, auf Homepage, in Gesprächen. Ich habe dann teilweise auch Mitarbeiter, die dann halt gebrieft werden, also bei den Unternehmen, bestimmte Formulierungen immer wieder zu nutzen. Praktisch Gesprächsleitfäden oder sowas. Genau, ja? Dass ich bestimmte Werte immer wieder einfließen lassen. Ja. Bei mir ist es zum Beispiel in meiner Dienstleistung immer, dass ich sage, kleine Änderung mit großer Wirkung. Dass man halt manche kleine Sachen machen muss, leicht verändern, nicht alles komplett einstampfen, sondern meistens so ein bisschen Feintuning machen kann, um dann halt eine große Wirkung zu haben auf Umsatz oder so oder auch passende Kunden. Ne? Über die Bilder natürlich, bei manchen macht es dann mehr Sinn, wir haben Volkswagen Ford, wo man sowohl in Werbespots als auch in Katalogen fast immer durchgängig Familien sieht. Ne? Also ja, immer wieder Familien. Und bei Mercedes hast du das nahezu gar nicht. Ne? Da hast du dann eher einzelne Personen, meistens schicker gekleidet, ne? Wo du dann sofort die einen abschreckst und denkst, was ist das denn? Ne? Wie so ein alter Mann dann mit Anzug und Krawatte und andere sagen, ah, genau, ne? Ja, das ist irgendwie mit für mich. Ja, genau, also, keine Ahnung. Ja. Und das ist halt wichtig, ne? Und wie du die Marke dann positionierst. Spannend ist zum Beispiel auch im Sportbereich, gibt es zum Beispiel auch nur Kisa-Training, was halt vernünftig positioniert ist, wenn man die Fitnessstudie anguckt. Ne? So auf Gesundheit gebrandet, Logo blau, die ganzen Abläufe, ist alles schön strukturiert. Hohen Sicherheitsmotiv wird bedient, in der Kommunikation, alles nacheinander, schön alles geplant, mit festen Zeiten. Und deswegen haben die halt auch Kunden, die halt am längsten auch bleiben. Ne? Okay, und die anderen differenzieren sich eher über den Preis oder so und haben eben die Kommunikation gar nicht angepasst. Genau. Sich Just Fit versus Homes Place oder so unterscheidet sich halt vielleicht von der Location und vom Preis, aber so die Kommunikation ist gar nicht so unterschiedlich. Und das ist halt immer auch die Außendarstellung, ne? Sieht man ja auch, wir sind ja quasi über dem Rewe, ne? Wo dann die Ja-Produkte sind, die halt extra hässlich gemacht werden, damit halt andere auch denken, okay, jetzt bin ich an der Kasse und jetzt habe ich hier meine Ja-Tüte, das sieht halt da nicht so gut aus, dann nehme ich das andere, wo dann vielleicht die gleiche Milch dran ist, aber mein Status geht natürlich dann höher, ne? Wenn das für einen wichtig ist. Ne? Ja. Und das sind so spannende Sachen. Also da hilfst du dann eben mittelständischen Unternehmen, die vielleicht Schwierigkeiten in der Positionierung von so einer Marke haben oder die richtigen Kunden anzusprechen. Also zum Beispiel auch zum Beispiel uns, ja, wir sind eine Kanzlei, wir wollen bestimmte Zielgruppen besonders ansprechen, zum Beispiel eben deutsche Mittelständler, familiengeführte Mittelständler oder so. Könntest du uns da gut auch Tipps geben, quasi, wo man da noch die Schrauben drehen muss, damit er eben genau diese Zielgruppe am geschicktesten anspricht oder so? Genau, über die Homepage natürlich, aber auch so über die Außenkommunikation, weil oft werden dann halt verschiedenste Menschen angesprochen. Mal vielleicht jemanden, der so in Richtung Status, Macher, Umsetzung unterwegs ist. Jemand, der eher so im seriösen Bereich ist, ne? Und andere, die dann im Öko-Bereich unterwegs sind, ne? Oder Spaßbereich. Oft wird das dann total gemischt. Und es macht halt Sinn, dort den Fokus halt auf eine Personengruppe zu haben. Und das finde ich ist auch, zumindest als selbstständiger Unternehmer, wichtig auch zu gucken, mit wem möchte ich zusammenarbeiten. Auch Supportaufwand. Ich hatte halt auch schon Kunden, wo die gesagt haben, boah, Matthias, danke. Jetzt ist der Supportaufwand massiv runtergegangen, weil die Leute einfach gemerkt haben, hey,
die passen genau zu uns. Mhm. Und es gibt natürlich auch bestimmte Persönlichkeitstypen, da hast du viel höheren Aufwand, weil die bei jeder Kleinigkeit halt ein großes Fass aufmachen. Ja. Und dann geht es halt darum, die passenden Leute anzuziehen, wo man auch weiß, es ist auch erfolgreich, mit denen zusammenzuarbeiten, für beide Seiten. Mhm. Und bestimmte Leute halt auch loszuwerden und dass man bestimmte Werte mit der Marke kombiniert. Und wenn man das halt zu sehr mischt, wie jetzt mit VW und Phaeton, ne, als Luxusmodell, was halt überhaupt nicht passt, geht das wirklich fast immer schief. Mhm. Okay, so, ja klar. Ja, habe ich gut verstanden. Gibt es irgendwas, was du unseren, den Zuschauern in meinem Kanal noch unbedingt mit auf den Weg geben willst, so was Marken angeht? Was müssen sie auf jeden Fall so beachten? Ja, wirklich zu schauen, wen möchte ich genau ansprechen? Na, ich bin nicht so ein Fan, so komplett so einen Wunschkunden durchzudeklarieren mit Alter und alles, ne, aber wirklich zu schauen, welche Werte möchte ich ansprechen? Zuverlässigkeit kann ein Wert sein, Spaß, Freiheit kann ein Wert sein, ne? BMW, Freude am Fahren, ne? Was da in diesem Bereich ist. Dann zu gucken, ne, passen die Bilder oder die Bildsprache, mit der ich kommuniziere, auf allen möglichen Kanälen, ne? Ob das jetzt Facebook ist, Homepage, Instagram, was auch immer. Ne? Und dann halt zu gucken, was sind die Sprachmuster, passen die dazu, wenn ich zum Beispiel eine Öko-Zielgruppe beispielsweise anspreche, aber dann relativ aggressiv sage, hier, jetzt kaufe ich und jetzt melde ich jetzt schnell, dann wird das halt überhaupt nicht funktionieren. Ne? Okay, das verstehe ist, ne? Ja, klar. Wenn ich so eine weiche Zielgruppe an, ist halt oft im Marketing das Problem, dass viele halt aus Amerika irgendwelche Marketingstrategien nehmen. Okay, und die dann und die versuchen auf den deutschen Markt und dann plötzlich merken, so, oh Gott, das passt überhaupt nicht. Ja. Ne? Genau, und da muss man immer individuell schauen. Genau, also das wirklich zu prüfen und zu prüfen, was passt dort gut, wen möchte ich haben und wofür soll das Unternehmen überhaupt stehen. Ne? Und dann zu schauen, wo gibt es da noch Stellschrauben. Genau. Du hast einen sehr erfolgreichen Podcast und da gibst du immer so kurze Schnipsel an guten Ratschlägen. Kannst du dann ein bisschen mehr darüber erzählen, wie erfolgreich das für dich ist, beziehungsweise was die Leute da lernen? Also ich verlinke dir natürlich hier unter dem Video, neben seinem YouTube-Kanal natürlich auch. Ja. Also erste Idee war halt, den Podcast zu machen, vor 2 Jahren ist der gestartet, um halt den Leuten mit Psychologie den Alltag einfach einfacher zu machen. Ne? Weil ich glaube halt mit einem guten psychologischen Wissen kann man einfacher durchs Leben gehen, als sich viele, die sich total im Weg stehen. Das war so die Grundintention. Jetzt geht es aber immer mehr in Richtung Wirtschaft, Verkaufspsychologie, Marken, Branding-Sachen, ne? Weil ich gemerkt habe, das ist halt für mich auch erfolgreicher. Ne? Also jede Folge zu Verkaufspsychologie oder Markensachen bringt neue Aufträge. Ne? Ja, das cool. ist wirklich beachtenswert. Und die Leute mögen das auch. Das sind immer so die erfolgreichsten Marken, die erfolgreichsten Folgen. Und ja, und das mache ich so halt immer kurze Folgen mit so ein paar Tipps für den Alltag. Viele Sachen zur Kommunikation, aber auch zur Verkaufspsychologie und halt sehr praxisorientiert. Ne? Also ich erzähle nicht stundenlang was über Experimente oder so, ne? Sondern geht schon sehr in die Praxis. Und ja, ein Erfolgsfaktor war halt dranbleiben. Ja, also immer weiter. Genau, okay. Und der ist eigentlich einfach sehr, sehr erfolgreich, der Podcast immer wieder. Ist natürlich auch ein Massenthema mit Psychologie. Ne? Aber, okay. Und so 99% meiner Aufträge kommen über den Podcast, kann ich ganz offen sagen. Sehr cool. Also teilweise wirklich von sehr krassen Unternehmen, wo man denkt so, hoch, ne, die hören meinen Podcast irgendwie, ne, wie der CEO der Schwarzgruppe oder so, und denkt so, okay. Ne. Und dann baut man natürlich eine Bindung auf, die Leute kennen einen, finden einen sympathisch, und dann ist auch die Zusammenarbeit viel erfolgreicher. Das habe ich auch gemerkt, ne? Genau, die Leute, die haben einen schon mal wahrgenommen, und die rufen dann ja nur an oder melden sich nur, wenn sie dich sympathisch finden. Ne? Ja. Und dann stimmt einfach schon mal die Chemie von vornherein. Und die glauben dann einen auch gut zu kennen. Kennst du vielleicht auch, ne? Dann haben die deine hunderte von Videos von dir geguckt und sagen, den kenne ich da. Genau. Ja, ich habe die noch nie gesehen, aber sie kennen mich. Ja, super. Genau. Na gut, ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, gerne. Ja, ich hoffe, dass wir in diesem Video ein bisschen erklären konnten, wie Marken psychologisch wirken und was Markenpsychologie ist. Wenn ihr neu in meinem Kanal seid und mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollt, dann abonniert auch meinen Kanal und abonniert gleich auch den Kanal von Matthias Niggehoff mit. Und wenn ihr Fragen habt oder Kommentare, dann gerne unter diesem Video, da beantwortet Matthias bestimmt auch gerne diese Fragen. Und das Wichtigste zum Schluss, ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.